Viele kennen auch die öffentlichen Hotspots, die öffentlichen WLANs oder wie es auch vielleicht privat heißt, das der Gastzugang. Generell empfehle ich allen Firmen und auch allen Privatleuten zusätzlich zu dem eigenen WLAN, wo ich halt vielleicht meine eigenen privaten Geräte verbunden habe, zusätzlich noch ein Gastnetzwerk zu erstellen. Das hat den großen Vorteil, dass ich halt dieses Gastnetzwerk trenne von dem anderen Netzwerk. Das heißt, die haben dann unterschiedliche Bereiche, in denen sie halt arbeiten und die haben keinerlei Schnittpunkte. Das heißt, alle Geräte, die im Gastenzugang sind, die können dann meistens in der Regel auch nur ins Internet. Und die anderen Geräte, die in dem normalen Netzwerk hängen, die dürfen vielleicht auch noch anderes. Vielleicht untereinander auf die Geräte zugreifen oder auf einen Netzwerkspeicher zugreifen, wo ich halt dann am Fernseher meine Bilder gucken kann. Das dürfte ich dann im Gastzugang nicht. Also das macht auf jeden Fall Sinn, ein sogenanntes Gastzugang einzurichten oder einen sogenannten Gastzugang einzurichten, um dann dementsprechend die Leute auf meine Daten nicht zugreifen lassen zu können. Andersrum, was muss ich beachten, wenn ich mich mit so einem genannten Gastzugang verbinde? Dabei sollte ich achten, dass ich in der Regel, fragt mich mein Gerät dann, ob ich in diesem Gastzugang auch Daten austauschen möchte, ob ich für andere Geräte sichtbar sein möchte. Und das sollte ich dann natürlich deaktivieren, dass ich wirklich auch nur mit meinem Gerät im Internet surfen kann und dementsprechend für keinen sichtbar bin. Generell gilt immer vorsichtig mit diesem Gastzugang umzugehen, mit diesen öffentlichen Hotspots umzugehen, denn es kann sich halt jeder mit diesem Hotspot verbinden und wer weiß, mit welchem Know-how sich irgendjemand da in diesem Gastzugang befindet und dementsprechend Schaden anrichten möchte.